sehr schön bunt war und immer mehr dem Verfall durchlitten hat und zum Schluss ja auch wirklich eingestürzt ist. Und hier haben wir jetzt auch wieder total schlechtes Wetter. Oder wieder ist total falsch, aber... Verzeihung, ungemütliches Wetter. Eis kann ein Bild zurückwerfen und wie Bernstein ein Objekt einfangen und konservieren. Für immer. Oder bis es schmilzt. Interessant, was sie so dazu denkt. Und wir sehen hier das eingeschmolzen oder eingefroren. Eingeschmolzen. Natürlich eingeschmolzen. Eingefroren wurden hier Lebewesen. Fische. Fischi, Fischi, Fischi. Hey. Da oben ist auch noch so ein Fisch. Seife, Seife. Was ist Seife? Okay, sorry. Ich komme manchmal mit den SpongeBob-Referenzen einfach durcheinander. Es erinnert dich von der Szenerie an Dishonored. Ja, stimmt. Ist ein bisschen... Komm, wir schleichen uns hinten raus. Kippen in der Mangled Mermaid noch ein Pint. Ja, dann kippt mal in der... In der Mangled Mermaid? Und da sieht man wieder den Fisch. Uiuiui. Ja, das Wunderland ist halt auch nur eine Projektion ihrer Psyche. Ja, das stimmt, The Dark Boss. True. Ein Spielzeug muss völlig ruiniert sein, dass es da aufgegeben wird, wo Kinder sonst Jacks mit Murmeln spielen und nur so tun, als hätten sie Spaß. Ja, die Puppe hat, soweit ich das sehe, gar keine Beine mehr und sie ist nackt und ich weiß nicht, was ihr sonst noch fehlt. Und ein Schaukelpferdchen ist da auch kaputt. Interessant. Naja, ansonsten mit der Hygiene hat man es halt nicht so. Ratcatchers. Fred and Son. Ratcatchers. By appointment. Rattenfänger, ja. Das war auch die Zeit mit ganz, ganz vielen Krankheiten. Oder mit ganz vielen Krankheitserregern. The Mangled Mermaid. Und links sehen wir dann auch die Mermaid, die... Ja, mangled aussieht. Genau. Die Musik können wir auch schon im Hintergrund leicht wahrnehmen. Jetzt können wir auch Alice einmal hier so in echt anschauen. Oh, sie ist so hübsch. So hübsch. Gut, natürlich. Der hat sich ein bisschen was zu viel gegönnt. So, okay. So eine ungeschliffene Schnecke magst bestimmt auch ungeschliffen. Ein attraktives Angebot, aber ich bin verabredet mit einem anderen Mann. Mädchen, muss es denn wirklich die harte Tour sein? Der Doktor meinte, ich hätte diese schreckliche Krankheit. Aha, okay. Und hier wird man schon wieder, ja, nur weil man hübsch aussieht oder nur weil man weiblich ist, wird man sofort wieder irgendwie sexualisiert. Ja. Ja, sie sagt nichts. Ich glaube, das ist eine Prostituierte. Das heißt, hier komme ich nicht rein. Dann werden wir halt einen anderen Weg reinfinden. Wir sehen hier erstmal noch eine Werbung. Das East End ist lausig, wenn es um Spektakel und Schau, Feuerschlucker und Freaks geht. Dieses Schmierenstück wird blutrünstig, grell und melodramatisch sein, gewürzt mit schlüpfrigen Liedern. Das Publikum genauso roh und... Okay, wir könnten es leider nicht weiterlesen. Mann, ein toller Soundtrack nach dem anderen. Ja, ne? Mega geil.
Hallöchen in die Runde, Hallöchen zurück, Leon. Schön, dass du da bist und eingeschaltet hast. Fühl dich herzlichst gegrüßt. Ich freue mich sehr, dass du wieder zu mir gefunden hast. Ich hoffe, dir geht's gut. Typisch TV, vielen, vielen Dank. Haltung annehmen. Am besten, ich strecke mich mal eben auch einmal ganz kurz aus dazu. Sorry. Super duper whooper. Die Schultern kreisen lassen. Morbid Curiosities. Uff, ja. So, dann sitze ich gerade aufrecht. Vielen, vielen Dank, Typisch TV, fürs Einlösen. Gerade Haltung. Das tut gut. So, featuring the insatiable. Was? Insatiable? Insatiable. Der ist Fisch. Ja, er ist selbst ein Fisch. Bruno Carpentieri's Carnival of Oddities. Der Walrus-Man ist ein Oddity. Ich verstehe. Oh, cool. Lai. Mega interessant. So, was machst du hier? Okay, du sitzt rum. Ja, es geht wieder ein bisschen langsamer voran. Aha. Paralytische Abhängigkeit hält Trinker davon ab, ein normales Verhältnis zu stark Getränken zu haben. Sie schaltet Angst und Schaum aus und ebnet Verzweiflungstaten den Weg. Frage mich, was aus Pris geworden ist. Pris ist ja, glaube ich, Schwester Witless und wir wissen ja bereits, dass... Ich hab's heute mit Artikulation und Aussprache. Und meiner Mundmotorik. Verzeihung. Njeng, 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 njeng. Okay, sorry. Das musste sein. Schwester Witless ist alkoholabhängig. Und naja, weil Schwester Witless eine Zeit lang auch auf Alice aufgepasst hat, hat sie, weiß sie ja einfach, dass... Sie wurde ja auch häufig dazu gezwungen, Schwester Witless, Alkohol zu geben. Egal unter welchen Aspekten, was schon wirklich sehr, sehr krank ist. Uiuiui. Was ich... Wo ist mein Geld, du dreckiger Mistkerl? Schick diese fettarschigen Schlampen auf die Straße oder dein Hirn bekommt Frischluft. Verpiss dich, du Schwanzlurch. An Long Tim kommst du nie vorbei. Ich krieg, was du und deine Flittchen mir schulden, du Twitterhexe. Wirst schon sehen. Wie du vielleicht bemerkt hast, nässe ich mich deswegen nicht gerade ein. Alice Little. Was eine nette Abwechslung. Beweg dein derangiertes Selbst die Treppe rauf. Okay. Mal gucken, wer das gerade ist. Und ja, genau so verhält man sich auch, ne? Wenn man irgendwie was möchte. Ein Schwanzlurch. Ja, Mann. Richtig harter... hart. Richtig harter... Kraftausdruck hier. Scham, Rithlina, nicht Schaum. Habe ich Schaum gesagt? Oh, ich bitte um Verzeihung. Ich sag ja, meine Artikulation ist heute für den Po. Tim meinte mal, er würde bestimmt von einer ansteckenden Krankheit dahingerafft. Hätte wohl nicht gedacht, dass ihr Name Jack Splatter lautet. Alles klar. Ja, ne? Homie, bester Diss. 1A Diss. Okay, wir sprechen einfach mal nicht darüber, wie wie starr das Pferd einfach ist. Gut. Ja, dann ab mit uns hier rein da. Oh. Durch den Hintereingang. Seht ihr, wir haben es doch geschafft. So, jetzt sind wir in der Kneipe. Und in der Kneipe sind natürlich zu sehen... Alice, zurück im Kiez. Ja, ne, Leon? Zurück im Kiez. Richtig heftiger Kiez, ey. Natürlich sieht man nur Männer hier. Und mit natürlich meine ich, dass
Frauen, glaube ich, damals auch nur mit einer Erlaubnis rausgehen durften. Irgendwie sowas in der Art. Hier unterhält sich jemand. Natürlich kommen wir direkt zu spät dazu. Hier haben wir jetzt eine Statue von einer Meerjungfrau. Mhm. Ja, ich verstehe. Ja, hier sind schon manche natürlich durch den Rausch auch nicht mehr so ganz fit. Das ist interessant. Okay, und eine Rauferei. Okay. Ich weiß nicht. Ja, okay, vielleicht muss das so sein. Und ein paar Prostituierte. Wir kennen's. Wir kennen's aus Red Dead Redemption 2. Man rauft sich einfach. Man ist so gerne in seinem Trott drin, ne? Wie alt ist Alice hier eigentlich? Gute, sehr gute und berechtigte Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Also, im Handbuch steht nichts drin von der Geschichte her. Steht, glaube ich, auch nichts drin. Der einzige Anhaltspunkt, der hier also klar kommuniziert wird, ist, dass Madness Returns 10 Jahre später nach American McGee's Alice spielt. Wie alt war Alice im ersten Teil? War sie da, weiß ich nicht, 13, 15? Irgendwie so 14, 15, 16? Es könnte tatsächlich sein, dass sie dann jetzt hier vielleicht, weil es 10 Jahre, wenn wir sagen, okay, sie war im ersten Teil 13 oder 14, dass sie hier jetzt 23, 24, 25, also vielleicht so Mitte 20 schätzen. Aber ich weiß es auch ehrlich gesagt nicht. Es ist schon super lange her, dass ich das gespielt habe. Und ich weiß auch gar nicht mehr, ob wir das irgendwo noch nachlesen können oder ob das jemals klar kommuniziert worden ist. Also Google sagt, sie wäre 19. Neko sagt auch, dass sie irgendetwas bei 20 ist. Und typisch TV, ich hätte sie jetzt auch irgendwie Anfang 20 geschätzt, tatsächlich. 19, das heißt, im ersten Teil wäre sie 9 Jahre alt gewesen. Kommt das hin? 9 Jahre alt? Okay. Ja, auf jeden Fall volljährig, ja. Ja, wobei, wenn man damals auch erst sagte, mit 21 bist du volljährig, dann wäre sie laut Google mit 19 ja auch gar nicht volljährig. Was ja auch passen könnte, weil sie doch in dem Kinderheim untergebracht worden ist, weil sie noch nicht volljährig ist. Könnte passen, oder? Me and the boys nach Corona. Ja, ne? Mich wollte auf der Arbeit mal ein Bewohner beleidigen und sagte zu mir, du dumme Gurke. Wir beide mussten so hart lachen. Okay, ich meine, dass du auf der Arbeit beleidigt werden, also das ist immer wieder scheiße, ehrlich. Aber wenn jemand mit so einer Beleidigung um die Ecke kommt, du dumme Gurke, denke ich, ist das okay, dass ihr beide da Sinn für Humor hattet und einfach beide mega lachen musstet. Du dumme Gurke. Okay, ja, das klingt irgendwie ein bisschen süß und ein bisschen gar nicht so schlimm, genau. Kevin, die Seegurke. War das nicht aus SpongeBob? Ja, interessante Frage. Gut, gut. Hier haben wir auch Bilder an der Wand hängen. Mhm, ja, ja, ich verstehe. Hier können wir halt in den Zimmern... Moment, ich höre hier... Was, schlagen? Hey, nee, Moment, bevor wir aber da hingehen, verzeihen, ich muss ganz kurz erkunden. Ich weiß, in Wirklichkeit würde ich... Okay, aber man kann hier nichts mehr machen. Okay, nein... Ey, nicht verprügeln! Ich fackel dir die Hütte ab, wenn du mir nicht gibst, was mir zusteht. Verschwinde! Sie hat nichts getan! Sie hat meine Gefühle verletzt. Wieso schon wieder Feuer? Und warum musst du... Du dreckiger Hodensack, Alter!
Einfach... Ja, ich meine, es war damals eine andere Zeit, aber ist es trotzdem... Oh, einfach eine Frau schlagen. Nee, danke. Ja, und jetzt ist sie schon wieder in einem Haus, wo ein Brand ausgelöst wird. Mhm. Tundravoll. Wir befinden uns wieder zurück in Alice Psyche, im Wunderland. Und es sieht wunderschön aus. Oh, der Mond und die Sterne. Wunderschön. An dieser Stelle mache ich mal eben kurz eine Pipi-Pause. Wir sehen uns gleich wieder. Ihr Lieben, ich mach mal kurz eben Pipi-Pause. 5 Minuten und ich hol mir, weil mein Tee ist jetzt hier leer, ich hol mir noch ein anderes Getränk. Und wir sehen uns ungefähr in 5 Minuten back on track. So. Genau, bis gleich, ihr Lieben. So, dann starten wir. Oder besser gesagt, machen weiter. Und meine Ohren sitzen nicht so ganz... Optimum Prime. Das heißt, wir haben, glaube ich, jetzt das zweite Kapitel geschafft. Friends, my friends. So. Willkommen zurück. So. Direkt erstmal erkunden. Können wir die... Oh, mega geil. Wir können die Sterne zerstören. Und wir haben hier auch in Form... einer Schneeflocke einen Durchgang. Cool. Ja, es sieht vereist aus. Rutschig, kalt. Eine Flasche. Zack, aufgesammelt. Ah, und jetzt haben wir hier wieder dieses wunderschöne Outfit. Ich meine, jetzt ist es eigentlich komplett verständlich, warum Alice wieder zurück ins Wunderland gegangen ist von der Psyche her, weil sie jetzt genau dasselbe Traumata erleidet wie damals. Sie wird wieder mit Feuer konfrontiert, welches sich... Ui, da ist was runtergefallen. Welches sich im Haus ausbreitet. Ich weiß gerade gar nicht, warum ich Haus so besonders... Was ist denn hier runter? Ach, das waren Eiszapfen. Oh, mega schön. Und die musikalische Untermalung hat sich geändert. Oh, süß. Ihr begrüßt euch gegenseitig. Das ist schön. Wow, nice. Das ist Alice. Okay, das ist interessant, dass du einen Mond bei dir hast. Einen Halbmond, der diese wunderschönen... Wie nennt man die nochmal? Die Polarlichter? Sind das die Polarlichter? Erzeugt durch... durchs Rauchen. Sehr, sehr interessant. Wobei, man kann das vielleicht auch nochmal versuchen, weiter zu spinnen. Und zwar auf der metaphorischen Ebene, dass man sagen könnte, der Mond, ja, ist für die Nacht und für die Gezeiten da. Der Mond könnte auch was romantisch... könnte, war das in der Romantik ein Stilmittel? Ich bin mir unsicher. Aber das Rauchen hat natürlich mit schädlicher, also es schadet der Gesundheit, etwas Ungesundem zu tun. Und hier wird aber etwas Ungesundem zu etwas Schönem gemacht. Und ich glaube, im 19. Jahrhundert wurde tatsächlich auch damals noch so geworben, dass halt Zigarren zu rauchen halt total in und cool und gesund und toll ist. Und auch, ich glaube, sogar ein Anzeichen von Reichtum, weil halt nur die Wohlhabenden konnten sich Zigarren leisten. Okay, ihr merkt, ich denke gerade ein bisschen viel nach. Und da haben wir... Oh, wir haben hier direkt eine Zeichnung von
könnte ein Yeti sein, so ein Eis-Yeti, der uns den Tod bescheren könnte. Wo geh... Aber Moment. Ich frag mich, wie komme ich denn dahin? Wie kommen wir denn dahin? Hätten wir hier schon... Ah, wir hätten hier schon runtergehen können. Okay. So. Ah, das ist eine Rutschpartie. Oh nein. Okay. Das ist... Ja, wir verlangsamen. Ui, nein, ich wollte den einen... Komm. Wir riskieren. Warum kriege ich den nicht? Oh nein. Tschüss, Alice. Ich hab sie in den Tod gestürzt. Für einen Zahn. Nee, wir probieren es jetzt noch einmal und wenn es nicht klappt, dann ja gut. Scheißen wir auf den einen Stern, ich meine. Ui. Wir bekommen hier sowieso die ganze Zeit. Ja, cool. So. Ah, okay. Die Blutegel, der gleitende Verfall versteckt sich auch in den Sternen drin. Hier war gerade ein Fisch, der ist weg. Der ist jetzt weg. Und übrig geblieben sind nur noch Glassplitter. Okay. Ich frage mich nur, warum die Wonderland Alice hübscher ist als die normale. Ich glaube, weil das natürlich so ihre Fantasie ist und sie vielleicht auch teilweise ja, in ihrer Fantasie sich einfach hübscher wünscht. Das ist ja teilweise das Abbild ihrer Psyche. Ach, das sind ja gar keine Glasscherben, das ist Eis. Ah, okay. Wie gesagt, ich hab's jahrelang nicht mehr gespielt. Ui, okay. Nee, okay, wir müssen erstmal die Kleinen. Nee, wir müssen erstmal hier die Kleinen. Und wenn ich's... Nee, ich muss... Diese Perspektive ist scheiße. Erstmal der gleitende Verfall. So, jetzt haben wir für dich Zeit. Ui, ich dachte schon, das wäre zu spät gewesen. Okay, dann den anderen. Ich konzentriere mich mal eben. Oder auch nicht. Warum will ich immer mit Kreis ausweichen? Ich weiß es nicht. Er schützt wieder sein Gesicht und wirft etwas. So, und jetzt das letzte, das dritte. Das war nicht so geplant. Ja. Ich bin nach links ausge... Was? Hundert Jahre später. Dich haben wir als Zeichnung gesehen. Ja, cool. Ja, cool. Das war einmal der Name in Studio Ghiblis Film Prinzessin Mononoke. Das Reittier. Und war ja cool nicht so irgendwie die Gegenbewegung zu Activia, Actimel, Activia Pro oder so irgendwie. Keine Ahnung mehr. Genau. Oh, sein Atem ist aber heiß. Cool, cool. So, dann haben wir hier eine Eule, die eingefroren worden ist und dessen Bauchregion verletzt worden ist. Hm, okay. Huch, oh, Verzeihung. Ich fummel hier wieder rum. Tut mir leid, falls ihr jetzt so ein ganz, ganz blödes Quietschen hört. Ich gönne mir einmal. Hm.
Genau, The Dark Boss auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Aha. Ein Pferd. Ein Pferdekopf. Und da haben wir eine... Aber ich kann so viel verraten. Da brauchen wir noch was anderes. Um da ranzukommen. Sehr berechtigte Frage. Ich glaube, um nochmal das aufzugreifen von vorhin. Ich glaube, dass im Wunderland sie sich einfach hübscher vorstellt, weil das ihr Wunsch einfach ist, dass sie sich selbst hübscher wünscht. Und vor allem auch Kleidung. Ich meine, damals hatte sie wahrscheinlich auch nicht genug Geld, Kleidung zu kaufen. Und damals wurde ja auch alles beim Schneider noch maßgeschneidert. Und ich glaube teilweise, dass das vielleicht so zusammenhängt. Vielleicht, weil es wieder ein Gedanke ist, interpretiere ich da viel zu viel hinein. Oder begebe mich komplett auch auf dem falschen Pfad. Weil letztendlich, wenn man bedenkt, der Anspruch von damals, auch wie man hübsch aussieht, war ja auch teilweise, was wir schon bei den Prostituierten gesehen haben, die hatten ja auch Korsetts oder Korsagen, wie auch immer man das nennt, an. Und da war halt wirklich so diese Sanduhrenform wirklich einfach das Schönheitsideal. Genau. Das ist das übrigens das Kapitel, was ich am meisten hasse, war mein erstes Mal, dass ich geraged bin in diesem Spiel. Ja, in einem Spiel. Martin, ich habe an diesem... Ja, habe ich auch nicht so ganz angenehme Erinnerungen, muss ich auch schon zugeben. Ich hatte auch mal LSDSL. Es gab wirklich, wann war das? So von 2000... Moment. Von 2006, 2007 bis 2012 hatte ich tatsächlich den Internetanbieter Alice. Wo damals ominöse Werbung, sie als Frau wurde überall so Plakate, ich weiß noch in Berlin überall Plakate und so, habe ich gesehen und keiner wusste genau, was ist das? Ja, eine neue Internetleitung, was soll das denn sonst sein? Und so erstmal so, okay. So, dann nochmal so ein Vogel, der leider auch wieder verletzt und eingefroren ist. Das ist schon das zweite Mal. Verletzte Vögel. Das sieht super rutschig aus, ich wollte gerade sagen. Oh. Also vom Artdesign ist es wundervoll und tada! Schwein, du hast dich geoutet. Wir hören dich. Oscar aus der Mülltonne. Ach ja, aus der Sesamstraße. Da gab's, da war's, genau, da gab's ja noch was. Die Hasenbombe, aka unsere Kamikaze-Kanickel. Das ist gut, The Dark Boss. Was noch besser ist, wir treten heran und werden das Steckenpferd aufheben. Soeben erhalten das Steckenpferd. Zerstört Hindernisse mit ungezügelter Kraft. Galoppiert durch Gegnerreihen. Einfach umwerfend. Ich liebe auch immer so die Werbung. Also wie hier, sage ich mal, dann für die Waffen geworben wird, ist ganz, ganz cool. Das Steckenpferd durchbricht schwache Strukturen mit Leichtigkeit. Genau wie gegnerische Abwehr. Wir haben jetzt eine neue Waffe im Waffenarsenal und da haben wir einen Fischi. Ein Eissnark. Eissnark? Snake? Meine Artikulation. Verzeih. Wie war das nochmal am besten gegen die? Ah, jetzt das Steckenpferd. Wie rüste ich denn das Steckenpferd auf? Moment, wie kriege ich denn das Steckenpferd hier? Oh, ich liebe es, wie es einfach nicht erklärt worden ist. Ah, so können wir den auch rauslocken. Okay. So, ein Fischi ist hinüber. Oh, der nächste Fisch. Also, das ist die Vorpalklinge. Ah, okay, ich weiß jetzt. Ja, wir holen dich da raus. So richtig schön vermöbelt. Wir können vereist werden. Genau, so war das ja auch. Stimmt.
Autsch. Raus mit dir. Sag mal, warum treffe ich dich denn nicht? Danke. Hä? Au! Also das wird mir hier ein bisschen zu gefährlich, muss ich zugeben. Hä? Ey, ihr Fischis. Seid mal nicht so hartnäckig. Wow, er ist mega hartnäckig. Ja. Oh, finally. Vergiss nicht, deine Zähne im Waffenmenü auszugeben. Das ist sehr schön, dass ihr das erst im zweiten Kapitel sagt. Ich glaube, aktuell lohnt sich das nicht. 115 Zähne? Nee, das lohnt sich noch nicht. 500. Das Steckenpferd braucht schon 500 für ein Upgrade. Krass. Gut. Kapitel 2. Nie um einen kryptischen Spruch verlegen. Ich suche den Schildkrötensupperich. Hast du ihn gesehen? Alice. Ja, die Fische waren echt scheiße. Die waren echt nicht so nice. Nice. Nicht so der Bringer. Ich höre dich noch, Schweinenase. Auch interessant, wegen dem Steckenpferd, wie das Steckenpferd hier so zwischen, sag ich mal, mit zwei Pferderitter, wenn man das so sagen kann, hier auch gezeigt wird. Oh nein, Moonwalker! Das tut mir wirklich leid zu hören. Dass du nicht alles mitbekommst. Oh nein, das tut mir echt leid. Davor war es mein Internet und meine Einstellungen. Und jetzt ist es bei dir so. Oh nein. Ich hoffe, dass sich das zügig widerlegt und nicht allzu schlecht ist. Wir könnten rein theoretisch zurück, oder sind wir zurück? Damn. Bam. Also ich finde wirklich an Fantasiereichtum ist das Wunderland wirklich wunderschön gemacht. Also das mag ich wirklich, wirklich sehr. Schnupf, schnupf. Wer schnupft hier? Na? Bist du hier? Oh, eine Erinnerung. Sehr, sehr gut. Das schaffen wir. Ja, du bist hier. Zack. Sniff. Nein. Das Hassen lag nicht mal an dem Design oder dem Gameplay, sondern an den Kämpfen. Ja, ich habe auch irgendwie was mit Kämpfen, war auch hier unfair. Hier tropft was. Was tropft hier denn? Ach so, okay. Ganz cool. Ja, diese Fische, ey. Mein WLAN... Ach so, ja genau. Das habe ich schon gelesen. So. Oh, das ist wieder vom... Von wem ist das die Erinnerung? Schlechte Nachrichten. Das Schiff wurde zerstört. Die Besatzung ist verschollen. Es war nicht gemacht für das arktische Packeis. Dieser internationale Wettstreit bei Polarexpeditionen ist eine Vergeudung von Menschenleben. Das ist interessant. Ich glaube, zum ersten Mal würde ich sagen, dass er teilweise recht hat. Wobei auf der anderen Seite... Das klingt immer so hart, wenn man sagt, ja, für Fortschritt muss man Opfer bringen. Und in dem Fall waren es halt dann die Menschen, die die Opfer gebracht haben, weil die halt über See versucht haben, zum Polar, an den Polen besser gesagt, zu erkunden, zu erforschen. Aber ja, letztendlich... Ja... Irgendwie würde ich gerne zurückgehen wollen, um eigentlich... Aber ich weiß gar nicht mehr, ob sich das jetzt lohnt, zurückzugehen, weil wir doch da ziemlich am Anfang dieses Levels doch auch so ein Steckenpferd nutzen mussten. Ich weiß gar nicht, kommen wir da nochmal hin? Ich weiß es nicht. Ah!
Moonwalker, du bist teilweise sogar nur mit Audio dabei. Und den ganzen Tag ist das schon so. Ach du meine Güte. Das tut mir echt leid zu hören. Also ich weiß nicht, wenn das länger als 3 Tage andauert, dann würde ich da mal bei dem Anbieter anrufen, um mal einfach zu fragen, was da so los ist. Aber das ist natürlich auch dir überlassen. Ich glaube, Sonntag ist jetzt wirklich einfach total überlastet und ich hasse es einfach, diese Fische hier. Spring mich nicht an! Okay, ich glaube, bei denen ist es tatsächlich besser. Es ist besser. Ach, meine Worte, meine Sprachfehler sind immer wieder eigenartig. Dann haben wir die Sonne, die hier vereist ist. Naja, wenn man jetzt auch bedenkt, dass Mond Dunkelheit vielleicht bedeuten könnte und Sonne Helligkeit und die Sonne hat hier gar keinen Einfluss oder ist nicht wichtig. Das heißt, die Helligkeit ist hier nicht gegeben. Dann ist das eigentlich ziemlich gut hier auch eingefangen. Dennoch, wenn man nochmal so an die Domäne des Hutmachers denkt, dass die in Scherben zersprungen ist oder Scherben hinterlassen hat, könnte man ja auch leider wieder auf Alice Vergangenheit beziehen, dass ihre Vergangenheit... Oh, hier geht's tiefer runter. Nee, dann erstmal noch einsammeln. Hier auch. Ah, ich glaube, das ist der Suppen... Wie hieß der? Moment. Der Schildkrötensupperich. Genau. Ja, jetzt ist die Frage, wo gehen wir jetzt hier... Was ist Hauptweg? Ist das der Hauptweg oder das? Oh, Scheiße, wir kommen da nicht mehr hoch. Hier war gerade ein Speicherpunkt. Das heißt, das könnte vielleicht... so sein, dass das hier eigentlich gerade der Hauptweg ist. Oh nein. Den wollte ich eigentlich noch nicht gehen. Zack. Zack. Auf jeden Fall auf Alice Vergangenheit, dass sie ja auch teilweise jetzt wieder in Trümmern liegt, weil sie sich nicht mehr richtig an der Vergangenheit erinnern kann. Beziehungsweise... Oh, hier ist schon wieder eine Schweinsnase. Ihr kommt gerade in ziemlich geringen, wenigen Abständen. Wisst ihr das eigentlich? Wo ist die denn? Ich habe die Nase verpasst. Ernsthaft? Oh nein. Ich hoffe, wir kommen dahin irgendwie zurück. Das wussten, war mir natürlich jetzt nicht bekannt, gewusst. Oh nein, wir müssen... Wohin müssen wir? Oh, wir müssen uns entscheiden, rechts oder links. Ui! Okay, ui, okay. Okay, okay, okay. Das macht eigentlich Spaß, eigentlich. Oh, das macht nicht Spaß. Das macht Aua. Wie sagt der Bauer? Der große Bauer. Oh nein, ich habe den Stern verpasst. Oh, das ist jetzt gemein, dass wir uns zwischen links und rechts entscheiden mussten. Könnte man aber natürlich auch metaphorisch gesehen auch wieder interpretieren. Okay, ich merke, ich laber zu viel. Aber nein, das ist mein Kommentierstil.
versuchen, auf jede Kleinigkeit einzugehen und überhaupt jede Kleinigkeit bewusst zu werden. Hui! Speicherpunkt. Okay. Flaschen, Alkoholflaschen. Whiskyflaschen, die hier eingefroren sind. Wir hatten ja gerade in der Mangled Mermaid Kneipe, Bar, whatever, zu viel Alkohol oder wurden mit Alkohol konfrontiert. Ja, okay, ist ziemlich lame. I understand. Oh nein, was kommt da? Bitte. Ja, wir haben ja noch nicht genug Probleme. Nein, auf gar keinen Fall. Dieser Fisch. Ja, danke, dass dieser Fisch. Okay, eins schon mal geschafft. Immer dieser kolossale Verfall, der ist so heftig einfach. Und mit den drei Gesichtern könnte er vielleicht auch bedeuten, dass er drei verschiedene Persönlichkeiten in sich hat. Oder aber drei Gesichter. Was sind die häufigsten? Was sind die normalsten, häufigsten Emotionen? Wut, Trauer. Nee, das sind sieben. Es gibt sieben Emotionen. Also es gibt mehr Emotionen. Ich kann das, glaube ich, gerade heute nicht so gut. Ich kann mich heute gerade nicht so gut artikulieren, wie ich merke. Wir haben aber dadurch auch schon gemerkt, dass... Aha, eine Schnecke. Und eine Erdbeermilch. Oh, die ist voll lecker. Ich trinke tatsächlich wirklich super selten. Keine Ahnung, vielleicht einmal alle zwei Monate zuckerhaltige Getränke. Wirklich. Und dann meistens auch nur so ein halbes Glas, wenn überhaupt ein Glas. Und das schmeckt so gut, weil man das so lange dann nicht mehr getrunken hat. Noch eine Flasche. Moonwalker hat eingelöst. Wassermarsch. Vielen, vielen Dank, Moonwalker, fürs Einlösen und auf dich. Nochmal einen Schluck Erdbeermilch in meinem Fall. Dankeschön. So. Back with my bullshit, was geht? Welcome back, Lai. Schön, dass du da bist und eingeschaltet hast. Ich freue mich sehr, dass du wieder da bist. Ich hoffe, das Essen war lecker und dass du ja, dich auch ein bisschen entspannen konntest, auf jeden Fall. 70 Emotionen und Stimmungen gibt es aktuell. Okay, das, das ist gut zu wissen. Ich meinte eher so die Ich kann nicht mehr reden, es tut mir so leid. Auf jeden Fall gut, dass du einmal nachgeguckt hast, Mrs. Dodongo. Beziehungsweise vielen Dank fürs Ergänzen. Ich möchte in das Schneckenhäuschen rein. Und das geht tatsächlich. Ich glaube... Aha. Ah, da bist du ja, Alice. Mhm. Was haben die Herzkönigin und ein Taifun gemein? Ich glaube, das waren die sogenannten Radular-Räume. Das sind so Special-Räume, wo wir Rätsel gestellt bekommen.
Uiuiui. Okay. Okay, da war ein Lack. Ein Lack. So. Interessant. Ich mag dieses Artstyle. Ich mag das. Das sieht auch wieder so ein bisschen eigentlich, als ob wir zurück im Tal der Tränen wären. Ich mag das total, wie es farblich aussieht und wie alles hier eigentlich aussieht. Auch jetzt hier so dieser Fragebogen, dass das wie so, ja, so holzgeschnitzt oder wie Pappe aussieht. Wenn die Cutscenes, die Zwischensequenzen auch so gemacht sind, liebe ich sie übrigens auch sehr. Ich liebe einfach alles am Spiel. Punkt. Jetzt zur Frage, was haben die Herzkönigin und ein Taifun gemein? Gemeinsam, meint er wohl damit. Beide sind wahllos und zerstörerisch. Die Herzkönigin, soweit ich mich zurückerinnern kann, und ich hoffe, dass das nicht gefährliches Halbwissen ist. Das sind noch so Brüche, so Bruchstücke, weil ich den ersten Teil, wie gesagt, vor 6, 7, 8 Jahren das letzte Mal gespielt habe. Es ist schon ein bisschen was her. Die Herzkönigin, soweit ich weiß, war eigentlich Alice selbst, ein Teil von ihr selbst. So, beide sind wahllos und zerstörerisch. Ein Taifun ist wahllos und zerstörerisch, aber der Taifun... Beide sind gewalttätig, beide sind grausam. Ein Taifun, die Herzkönigin, ist eine Persönlichkeit. Und der Taifun ist eine naturwissenschaftliche Gegebenheit oder eine Naturgegebenheit. Das heißt, der Taifun hat keine Gefühle und der Taifun macht halt keinen Tornado oder so, weil er schlechte Laune hat. Sondern das ist einfach eine Gegebenheit, die ist gefühlslos und kalt und sie ist grausam und zerstörerisch, aber eigentlich, weil wir Gefühle haben, versuchen wir das damit gleichzusetzen. Wisst ihr, wie ich das meine? Ich kann heute nicht mehr so gut reden. Ich würde auch sagen, er ist auf jeden Fall alles. Er ist gewalttätig, grausam, wahllos und zerstörerisch. Aber genau, der Tornado meint es halt nicht so, weil der Tornado, ne, das ist, wie bereits erwähnt, Naturgegebenheit. Grün! Du erstaunst mich immer wieder. Danke, Grinsekatze. Danke. Martin hat das auch geschrieben. Genau. Sieht eher nach so Holzstich aus. Ja, Holzstich, genau. Oh, ich will hier nicht weg. Ich möchte hier bleiben. Rosenfarbe einsammeln. Die Tränen sind klar. Erstaunlicherweise klar sind die. Weil als wir dann zur Domäne des Hutmachers gekommen sind, waren die ja blutig. Und von blutig wurden sie ölig. Wegen dem Verfall. Das ist interessant. Mal die Rose rot an. 1 von 4. Und da sind wir wieder. Ja, und wir können das nicht nochmal probieren. Oh nein, dann darf ich ja... Ich darf auf jeden Fall die Sachen nicht verkacken. Unter gar keinen Umständen. So. Ui. Okay. Und nochmal. Zack. 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 Wir haben einen langen Weg vor uns. Ich würde auch sagen, wir spielen noch bis halb und um halb würde der Stream so langsam dem Ende für heute neigen.
sich dem Ende neigen. So. Ja, wir müssen hören, da ist der Schildkrötensupperich und in der Nähe haben wir wieder so ein Schweineöhrchen. Aha, okay. Tja, schön, dass wir dich gefunden haben. So, da hoffe ich, kommen wir gut hin. Zack und zack. Ja. Und raus aus dem Schlüssel. Oh, eine Erinnerung. Super. Also sag ich zu Dr. Bambi, Dr. Bambi. Ich mein, Modellbau ist ja gut und schön, aber Verschwendung von einer richtig guten Buddel. Da passt Gin für mindestens 3 Pence rein. Ja, das war irgendwie so klar, dass das Schwester Whitless sagt. Ach ja, und ihr seht ja, die Erinnerung an Schwester Whitless war eine alkoholische Flasche. Dann wieder durch das Schlüsselloch hindurch. Und zurück. Ich glaube, so schaffen wir das eigentlich auch, oder? Ja. Ach, hier gibt es auch noch Zähne. Na dann. Was war... Okay. Hui. Oh! Okay, gerade so geschafft. Oh, puh, meine Jüde, meine Herren. Ah, mach mir jetzt aber auch mal nebenbei meinen sonntags-laktosefreien Nudelauflauf. Oh, Martin, ich wünsche dir gutes Gelingen dabei. Und der wird auf jeden Fall ganz, ganz lecker schmecken. Und da bin ich, muss ich zugeben, ein bisschen neidisch drauf. Ich hätte auch gern jetzt einen laktosefreien Nudelauflauf. Aber es sei dir auf jeden Fall gegönnt. Oh, du versteckst dich schon wieder. Boah, wehe, du schubst mich runter. Wehe. Gnade dir. Sonst wer. Könnte man hier rum? Jein. Nein. Man kann nicht mehr rumgehen. Oh, das sieht so wunderschön aus. Wir können uns jetzt hier erstmal schön wieder heilen. Schlecht aber war es auch wieder zurück. Willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Welcome back. Du bist auch da und sehr freudig, dass ihr noch da seid. Ja. Wir streamen, also ich habe jetzt gerade gesagt, so ungefähr bis 30, 35, also so ganz lange würde ich heute jetzt nicht mehr streamen. Das heißt, so langsam neigt es sich dann auch dem Ende zu, leider. Das Blöde ist, ich habe auch morgen wieder Frühdienst. Das ist dann immer mit früh schlafen gehen verbunden, auch wenn man da nicht so gut einschlafen kann. Zähne und der Schildkrötensupperich. Genau. Ja, aber cool. Wir haben, wie du siehst, gerade das 2. Kapitel angefangen. Und, ja, ansonsten ist eigentlich... Oh, jojoi. Nichts Spektakuläres mehr passiert. Außer, dass es hier so wunderschön aussieht und die Fische einen ein bisschen nerven. Und ich einfach so ein paar Theorien geteilt habe. Ja, die Zähne. Okay, aber wir können ja nicht ins Wasser. Uns wurden aber da Zähne angezeigt. Aha, Moment. Ich frage mich, ob es rechts weitergeht oder nach oben. Das ist, finde ich, schwierig. So. Ah, wie so ein kleines Bootilein. Ui, Verzeihung. Bo. Ah, okay. Ich höre
eine Schweinsnase schon wieder. Ihr seid einfach überall. Und das Boot fließt weiter. Ich meine, von einem Boot kann man ja eigentlich nicht sprechen. Zack. Ich hoffe, wir können auch wieder zurückfahren. Da ist ein Wachfisch. Kein Wachhund, sondern ein Wachfisch. Ich traue mich gar nicht zu gucken, wann ich morgen arbeiten muss. Oh ja, Martin, das kenne ich auch, wenn man manchmal dann so prokrastiniert und das vor sich hinschiebt auf den letzten Drücker, was für einen Dienst man doch hatte. Ich hasse Frühdienst. Ich wache da immer jede Stunde auf und bin locker auf eine Stunde wach, bis ich dann wieder... Ja, Homie, das ist wirklich so, ne? Frühdienst ist auf der einen Seite cool, weil man dann früher Schluss hat und vom Tag was hat. Aber das Schlafen, das ist wirklich irgendwie ganz, ganz eigenartig. Ich hoffe, der beißt uns jetzt nicht an. Oh. Da-dam. 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 Da-d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 a
Unerlässlich. Ui. Jetzt. Da. Okay. Okay. Wir haben nichts verpasst. Das freute mich. Wir sehen in der Ferne. Wir sehen Lichter funkeln. Auf dem Wasser. Muss auch zugeben, die Schweinsnase höre ich nicht mehr. Ja, jetzt fängt das auch an, irgendwie sehr... Ich glaube, das ist der Hauptweg. Wobei, hier können wir ja nicht hin, oder? Ui. Weil da sehen wir ja schon den Schildkröten-Supperich auf dem Schiff. Deswegen würde ich sagen, wir gehen mal den anderen Weg, um zu gucken, was wir da haben. Ui, okay. Keine Zeichnung, die uns Hinweise gibt. Aber wir können springen. Zack. Und zack. Ui. Hier gibt es so einiges. Okay, hier können wir zählen. Hier sehen wir Zähne abgebildet. Alice, könntest du uns bitte die Ehre erweisen? Dankeschön. Wunderschön. That looks great. War das das Licht aus der Entfernung? Die drei Zähne. Ich gehe dann zwar meistens auch erst 4 oder 5 Uhr ins Bett, aber... Und schlafe dann bis 10 Uhr, aber das Schlafen ist ganz anders als im Frühdienst. Ja, das kann ich verstehen, Homie. Teilweise kann es vielleicht auch bei dir so sein, weil ich das eh... Also ich habe das, dass beim Frühdienst man auch schneller Angst hat zu verschlafen. Dass man deswegen dann immer so irgendwie jede Stunde aufwacht, auf den Wecker guckt und guckt, wie spät es ist und so, ne? Ich mache gerne Frühdienste, außer wenn es mehr als 5 Stück sind. Ah, okay, das ist interessant zu wissen, Leon. Sehr gut. Pfui. Pfui, Krabbe. Ich muss doch mal an meiner Karriere als internationaler Bestseller-Autor arbeiten. Dann kann ich mir meine Zeit selbst einteilen. Oh, du sagst es schlecht, aber wahr. Du sagst es. Schreibst du denn eigentlich auch wirklich gerne? Das finde ich sehr interessant. Oh, warum? Genau, mit der Vorpal-Klinge. Wow, wir können ziemlich weit zurück. Ist euch das... Oh, ich glaube, hier mussten wir einmal sterben. Die Frage ist, wo war der letzte Checkpoint? Du warst hier vorher nicht! Nein! Böser Fisch! Ausfisch. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie ich hier... Ah, so mache ich das. Wow. Oh, krass, wie das... Wie wir das Blut aus ihm rausgeprügelt haben. Schade, dass es nach einer Zeit weggeht, aber sehr gut realistisch. Wie kriegen wir jetzt nur das hin? Ah, so. So, okay. Das ist doch... Das ist doch... Ich will da oben hin. Ich... Oh, woohoo! Alice can fly. Ja, das ist das Hobby von Alice. Durch die Lüfte schwingen. Nein, das geht zurück. Hier geht's zurück. Jetzt ist die Frage, könnte man da eigentlich wirklich hochgehen oder ist... Nee, was machst du denn? Was zur Hölle? Okay. Das war so nicht geplant. Und ich muss mich mal eben kurz nochmal ausstrecken. Verzeihung. Die Eisphysik, die ist ganz schön gemein.
Wobei, ja, Thema Naturgegebenheit. Sie macht nur das, was natürlich ist. Wie ein Stern aus seiner entfernten Welt. Oh, ich habe schon dreimal gesprungen und ich kann nicht mehr springen. Okay, ich glaube, wir versuchen es noch einmal und ich glaube, ich erhoffe mir da ein bisschen zu viel. Ich glaube, vielleicht geht es da auch gar nicht mehr hoch. Nur weil da was Lilanes leuchtet, heißt das ja nicht, dass wir eigentlich da hinkommen müssen. Oh, das haben die so blöd gemacht. Ernsthaft. Meine Fresse. Morgens vergeht die Zeit gefühlt nicht so schnell. Das ist interessant, Moonwalker, findest du? Wobei Zeit ist sehr interessant, wie die Zeitwahrnehmung sich immer wieder ändern kann. Bin da echt froh, dass ich vom Chef nur die Mindestanzahl an Frühdiensten bekomme, dass ich noch als Schichtarbeiter gelte und die damit verbundenen Zuschläge abgreifen kann. Das ist wirklich sehr, sehr gut, Homie. Das ist wirklich gut. So, letzte. So, alles oder nichts. Oh, okay, Alice hat sich für nichts entschieden. Okay, dann ist es halt so. Dann halt nicht. Dann haben wir alles Weitere gemacht, was wir machen wollten. Ja, dann. Back on track. Zurück zum Schildkröten-Supperich. Und zu diesem Piranha. Es ist noch nicht mal ein Piranha. Sieht ja auch ganz rutschig, glitschig aus. Ach! Martin hat Wassermarsch eingelöst. Vielen, vielen Dank fürs... Nein, nein, Moment, Moment, Moment! Nein! Scheißendreck. Oh, Waffanculo. Waffanculo. Und das Ganze nochmal zurück. Und jetzt, Wassermarsch, vielen Dank fürs Einlösen. Ein Schluck auf dich, Martin. Dankeschön. Wir sind gewappnet, wir wissen jetzt Bescheid. Und eins und zwei und drei und vier. Komm an Bord, Alice. Wir sind totgeweiht. Was? Gibt es denn keine Hoffnung? Es gibt unendlich viel Hoffnung. Für uns. Also komm rauf. Verflixte Biester. Die wollen mein Schiff. Ich glaube, sie haben es eher auf dich abgesehen. Niemals. Wir sind beinahe verwandt. Du bist mit Suppe verwandt, Admiral. Ich hab's. Wir verschwinden hier und besuchen die Show vom Zimmermann. Ein echter Straßenfeger. Der Zimmermann meint, dass wir nicht ernst nehmen, kann uns nicht verletzen. Tauch jetzt besser ab, Admiral, oder die Haie verspeisen uns. Wir haben ein neues Minispiel, eine neue Herausforderung herausgeschaltet, wollte ich gerade sagen. Meide Wrackhaie, Kanonenfeuer und Minen. Drücke die linke Maustaste, um Kanonen abzufeuern und die rechte Maustaste, um Wasserbomben zu schießen. Ich mag es eigentlich, aber ich glaube, mich wird es am Rand der Verzweiflung. Okay. Okay, das ist mega cool. Ich mag das total. Aber ich habe das eigentlich auch später als schwieriger. Oh Gott, im Hintergrund, im Hinterkopf. Aber schaut euch einfach mal nur so, aua, diesen Ideenreichtum an.
wie genial, dass man hier einfach plötzlich so wirklich spielen muss. Statt von einem Jump'n'Run geht es dann hier in so einem Side-Scroll. Wie auch immer man das nochmal nennt. Aua! Oh nein, noch 8 Leben. Oh, cool. Vor allem die Fische, die haben nur noch Gräten dran. Uiuiui. Oh. Genau, Spiel. Ja, super. Genau jetzt muss man hier laggen, ne? Genau, so macht man das. Ui. Unser Schiff. Noch 6 Leben. Es wird immer anspruchsvoller. Ihr seht es. Oh, Controller vibriert. Oh nein. Oh nein. Ja, dich da oben kriegen wir ja so gesehen jetzt nicht. Okay. Einfach schnell weg. Weg. Und jetzt müssen wir hier auch noch auf die Kanten aufpassen. Es wird immer enger. So. Nee. Tschüss. Zu schnell abgetaucht. Mein Schiff ist ein Wrack, genauso wie ich. Ein Admiral geht mit seinem Schiff unter. Ich wusste überhaupt nicht, dass du Seemann bist. Wenn ich mich recht entsinne, warst du doch Bahnhofsvorsteher der Spiegelbahn. In hohem Bogen bei der Eisenbahn rausgeflogen. Redundant, meinten die Trottel. Nie Urlaub genommen, loyal wie eine Bulldogge. Eine neue Richtung einschlagen, sehr witzig. Wenn ich eine hätte, klingt eher nach Entgleisung, Endstation, Katastrophe. Mein Schiff ist futsch, die alte Eisenbahn ist tot und dieses neue Ding ist ein Monstrum. Was ich nicht weiß, macht mich nicht krank. Mehr sag ich nicht, wir verstehen uns. Themenwechsel. Wir wollen nicht über die Sache mit dem verbotenen Namen sprechen. Wäre schön, mal etwas Brauchbares über diesen neuen Zug zu erfahren. Dir ist es egal, wenn andere leiden. Geh doch zur Raupe mit deinen Fragen und schlauen Bemerkungen. Tut mir leid, Admiral, ehrlich. Bitte, sag mir, was du über den Zug weißt. Sagen wir sind einem verseuchenden Verderben entronnen. Sei froh, hier unten zu sein. Aber ich will nicht entrinnen. Ich will es aufhalten. Ich muss es aufhalten, um mich selbst zu retten. Und auch das Wunderland. Unsinn. Apropos Unsinn. Zeit für Unterhaltung. Die Show muss weitergehen und so. Da wir von Shows reden... Tun wir nicht. Stimmt, egal. Hier ist eine Eintrittskarte für die Show vom Zimmermann. Für dich. Illusionstiefen. Wow. Sehr, sehr interessant. Und das Outfit mega, mega hübsch. Einfach viel zu hübsch. Oh. Heftig, wir haben gerade eine interessante Zwischensequenz gehabt. Wenn man bedenken könnte, dass so ein bisschen... Oh, er weint. Nein. Ja, das tut mir voll leid. Mit dem Schiff. Oh. Wenn ich so darüber nachdenke, dass wir jede bekannte schafft, die wir im Wunderland kennenlernen, als Charaktereigenschaften
oder als aktuelle Geschehnisse, Verzeihung, von Alice interpretieren, dann kann man eigentlich auch, ja, wie hier. Also das mag ich an dem Spiel, man kann hier wirklich sehr, sehr viel rein interpretieren. Ja, und der Admiral hängt auch. Also ich finde, mit dem Admiral kriegen wir eine Charaktereigenschaft zu sehen, die halt eigentlich ähnlich wie der Hutmacher, wobei der Hutmacher irgendwie auch wieder auf eine Art Rache aus war und uns nicht weitergeholfen hat. Er interessiert sich so gesehen jetzt fürs Erste auch nur für sich selbst, ist natürlich verletzt, wünscht sich natürlich auch, dass man, ja, netter mit ihm umgeht, aber auf der anderen Seite... Ach, was ich sagen möchte, ist gerade schwer, weil ich hin und her gerissen bin. Wie kann ich das sagen? Ich glaube, ich bin heute nicht mehr dazu fähig, irgendwelche tollen, tiefgründigen Schlussfolgerungen von mir zu geben. Auf jeden Fall haben wir ein bisschen was über den Zug in Erfahrung gebracht und an dieser Stelle würde ich sagen, dass wir hier für heute den Livestream und die YouTube-Aufnahme beenden. Das heißt, es ist ein ganz guter Cliffhanger, denn beim nächsten Mal werden wir schauen, was es mit diesem Zimmermann und der Show auf sich hat. Und wir befinden uns jetzt in den Illusionstiefen unter Wasser. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich fürs Zuschauen und dabei sein und wünsche euch noch eine angenehme Zeit. Ich verabschiede mich von euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!